sehen hier ein Auge, wird untersucht mit einer Spaltlampe. Und das Auffällige ist, wie Sie hier sehen können, ist in der Hornhaut, in der Kornea, ist irgendein Gebilde, was da nicht hingehört. Kornea sollte ja klar sein. Liegt also in der Kornea und nicht in der Linse. Und im Angebot sind ein früher Star, das wird wohl nicht sein, das ist ein Linsenproblem, Herpes Simplex Virus Keratitis, Digoxin assoziiertes Sehstörung, Amaurosis Fugax und Amiodarone induzierte Vortex-Keratopathie. In der Klinik hatten wir einen normalen Fall von Amiodarone induzierte Vortex-Keratopathie. Und die sieht eigentlich wirklich ähnlich wie dieses Bild aus. Und das wäre meine Wahl. Und das ist auch die richtige Antwort. Also dies sind Kornea-Verablagerungen induziert durch Amiodarone. Da müssen die Leute das schon länger zu sich nehmen. Das ist eine bekannte Nebenwirkung, hat aber meistens keine große klinische Bedeutung. Wenn wir an Amiodarone-Toxizität denken, hier ist das große Problem. Die Haut kann auch blau werden, aber davon sterben die Leute nicht. Aber von dieser interstitielle Pneumonitis durch Amiodarone induziert, das ist eine wichtige Nebenwirkung von Amiodarone. Und diese Hornhautablagerungen, die nicht so rar sind, sind weniger Probleme, ein geringeres Problem als das sicherlich. Das dazu. Herpes Simplex Keratitis sollten Sie erkennen. Das wird diagnostiziert, auch Spaltlampe ist prima, aber man muss Fluorescein anwenden. Und es gibt diese Fluorescein-Stäbchen, die legt man einfach ins Auge und dann sieht man hier, hier ist die Hornhautfläche hier involviert. Kann auch so aussehen. Das ist ein augenärztlicher Notfall und hiervon können die Leute erblinden und das muss dann richtig behandelt werden. Also das war es nicht. Amaurosis Fugax bedeutet vorübergehende Erblindung, passiert in einem Auge und kann man sich schon vorstellen, hier muss irgendwas nicht stimmen mit der Zentralarterie der Retina, die von der Carotis interna hier abkommt und die Retina versorgt. Carotis arteriosklerose kann dafür verantwortlich sein. Embolien können stattfinden, wie hier gezeigt, Leute mit Vaskulitis von diesen Arterien können auch vorübergehend erblinden. Es kann bei Migräne stattfinden. Heute findet man auch überhaupt keine Ursache. Die Leute sind natürlich sehr besorgt. Wenn die Zentralarterie der Retina schließt, die Makula wird auch von hinten versorgt und unter diesen Bedingungen sieht man diesen Kirschflecken, nennt man das. Und das bedeutet, dass die Zentralarterie der Retina verschlossen ist und dann kann man, die Makula wird ein bisschen geschützt durch Durchblutung von hinten. So sieht das dann auch im Ophthalmoskop aus. Jetzt grauer Star, kennen Sie, das ist aber ein Linsenproblem und nicht ein Kornea-Problem, kann auch unilateral sein, also das war es nicht. Und kennen Sie wahrscheinlich gar nicht, aber zu meiner Zeit habe ich wahrscheinlich selber viele Leute mit Digitalis vergiftet. Die haben dann Sehstörungen und die sehen ein gelbes Bild, wie Van Gogh, ich weiß nicht, ob der Digitalis zu sich genommen hat, aber das sieht dann vielleicht so ähnlich aus. Ein Digitalis purpurea haben sie wahrscheinlich im Garten wachsen. Ihr habt wahrscheinlich alle überhaupt null Erfahrung mit Digitalis, aber sowas gab es früher, das sollte heute kein Problem mehr sein. Jetzt das erste Thema im New England Journal finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Es geht um Proprotein, Konvertase, Subtilisin, Kexin, Typ 9. PCSK9 ist ein Adaptorprotein, das an den LDL-Rezeptor bindet und für den Abbau des LDL-Rezeptors verantwortlich ist. Das heißt, wenn man keine PCSK9-Aktivität hat, dann bleibt der LDL-Rezeptor in der Zellmembrane, und hier geht es überwiegend um Leber,
LDL-Rezeptorexpression in der Leber, dann bleibt der eingebaut und aktiv. Das heißt, dass die LDL-Spiegel stürzen brutal, wenn das der Fall ist. Und dieses PCSK9 ist entdeckt worden bei einer Gruppe von Patienten, die hatten LDL-Spiegel von 20, hatten keine Beschwerden und schienen von Arteriosklerose geschützt zu sein. So haben die cleveren Firmen, drei, Amgen, Pfizer und Aventis, mittlerweile Antikörper entwickelt gegen PCSK9. Und man kann diese Antikörper spritzen, und die Leute haben dann einen beträchtlichen Abfall im LDL. Ich meine, nicht so etwas Banales wie mit einem Statin, wo es 30 Milligramm pro Deziliter fällt. Ich meine einen 60% Abfall im LDL-Cholesterin, sodass die Leute rumlaufen wie Mäuse am LDL von 20. Und es könnte einem die Idee auftauchen, dass vielleicht dies für die Arteriosklerose von Nutzen sein könnte. So, die erste Studie geht es um Wirksamkeit und Sicherheit von Allurocumab, und das ist ein Antikörper gerichtet gegen PCSK9, und der muss jede 2 Wochen gespritzt werden. Kostet wahrscheinlich einen Arm und ein Bein, kann ich mir vorstellen. Und wir haben schon Studien dieser Art angeguckt, aber dies ist jetzt eine längerfristige Studie bei Patienten mit ausgeprägter Arteriosklerose. Das heißt, die kriegen Sekundärprävention, die kriegen Atorvastatin oder Rosuvastatin zum Anschlag. Und haben immer noch nicht in LDL unter 70, was die Richtlinien jetzt behaupten, wäre ein Ziel gewährt. So, hier sind die Leute. 2 Drittel haben den Antikörper gekriegt, 1 Drittel haben ein Placebo bekommen. Und so sind alle jünger als ich. Und haben natürlich Corona-Herzerkrankung und Typ-2-Diabetes und Hochdruck, und 99,9% nehmen Statin. Und wie sich das gehört. Also, das sind die Patienten, und dann geht's los. Und hier ist der Abfall im LDL-Cholesterin. Und dies ist nicht trivial. Der fällt ab von 120, haben die Leute unter einem Statin, auf 40 und bleibt da. Für ein ganzes läuft über 72 Wochen oder sowas, 78 Wochen. Bleibt da unten mit diesen Spritzen von diesem Präparat. Und die Studie ist eigentlich nicht groß genug, um Kreislaufereignisse zu testen. Aber was wir hier sehen, also hier ist der Prozentabfall im LDL-Cholesterin vom Ausgangswert 62-64%. Und das war auch bei den Patienten, die LDL-Cholesterin hatten unter 70. Und hier können wir die Effekte auf diese LP-Klein-A und Triglyceride und HDL steigt und Apolipoprotein A steigt. Und also dies ist dramatisch. Und was wir auch sehen, ist kardiovaskuläre Ereignisse sind hier als Nebenwirkung aufgetragen, als erwünschte Nebenwirkung, da diese Ereignisse wurden in der Antikörpergruppe halbiert im Vergleich zu dem Auftreten von Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter in der Placebo-Gruppe. Also sogar dieser Endpunkt ist erreicht worden. Dann werden Sie mich fragen, Nebenwirkung und so fort. Und hier ist eigentlich im Vergleich zu Placebo irgendwelche Muskelschmerzen, aber ich konnte nicht entnehmen, dass hier CK steigt oder ähnliches. Ja, das war das einzige Signifikante in dieser Studie. Dann kommt schon die zweite, geht wieder, Antikörper Evolocumab von irgendeiner anderen Firma, ich habe jetzt vergessen welche. Ähnliche Art von Studie. Dies waren eigentlich 2 Studien, die Daten sind dann kombiniert. Und hier sehen wir wieder diesen dramatischen Abfall in LDL-Cholesterin, genauso eindrucksvoll wie bei der ersten Studie. Und was wir auch sehen, ist, nicht HDL-assoziiertes Cholesterin stürzt ab. Wie gesagt, LP-Klein-A, was sonst verdammt schwer zu bewegen ist, stürzt ab. In der behandelten Gruppe ApoB stürzt ab, HDL steigt,
Gesamtcholesterin natürlich niedriger, ApoA1 steigt, Triglyceride fallen ab. Also das sind alle Sachen, die wir eigentlich als gut bekennzeichnen. Jetzt, was Nebenwirkungen anbelangt, ich konnte nicht entnehmen, genau was die meinen mit neurokognitiver Vorfällen. Ob das heißt, die Leute können nicht mehr rückwärts zählen oder wissen nicht, wo sie sind, oder konnte ich nicht feststellen. 0,9% in dieser Gruppe, 0,3% in dieser Gruppe, das ist die einzige Nebenwirkung, die ich auffällig fand. Und sonst scheint das Zeug ziemlich erträglich zu sein. Und hier sind die Endergebnisse, was Ereignisse, kardiovaskuläre Ereignisse anbelangt. Es sind kaum welche passiert, aber wenn man dies ein bisschen aufbläht, sodass man sehen kann, hier ist die Standardtherapie und hier ist die Antikörpertherapie, das ist ein signifikanter Unterschied. Und das heißt, auch in dieser relativ kleinen Studie, wo dies eigentlich nicht der ein gezielter Endpunkt war, weil die Studie eigentlich nicht die Aussagekraft hat, um diese Hypothese zu testen, waren die kardiovaskulären Ereignisse in der Evolocumab-Gruppe halb so viel wie in der Standardtherapiegruppe. Also ich glaube, dieses Ankommen, kann mir vorstellen, dass diese Spritzen auch ziemlich teuer sind, werden wir alles erfahren, aber Sie sollten Bescheid wissen über PCSK9. Ich glaube, ich würde mit diesem Zeug fahren, bevor ich mir die Mühe machen würde, eine blöde Apharese zu machen. Nämlich LP kleiner A ist hier ziemlich abgestürzt. Weiß nicht genau warum, aber vielleicht anscheinend LP kleiner A ist ja eigentlich ein LDL-Cholesterin. Nächstes Thema ist auch ziemlich interessant. Und es geht um Hemmung von Phosphodiesterasen. Es gibt 11 Klassen von Phosphodiesterasen. Eine kennen Sie bestimmt, das ist Phosphodiesterase 5. Und die hat eigentlich mit zyklischen AMP-Abbau zu tun. Und Zielpräparat ist Viagra, scheint zu funktionieren, aber es gibt auch viele andere Phosphodiesterasen. Der billigste Phosphodiesterase-Hemmer, der mir bekannt ist, ist Kaffee. Koffein funktioniert auch. Und hier geht es um Phosphodiesterase 4. Und da gibt es 4 Untergruppen von Phosphodiesterase 4. Aber Phosphodiesterase 4 baut die zyklische AMP ab. Und hier geht es um Phosphodiesterase 4 ist in Immunzellen vertreten. Und die Idee hier ist, einen Mechanismus zu finden, der das Ausschütten von Zytokine wie TNF-Alpha und solche Sachen in Immunzellen bremsen könnte. Und dazu gibt es jetzt ein Präparat, das das macht. Jetzt das Krankheitsbild ist Morbus Behçet. Und Herr Behçet war ein türkischer Hautarzt, der diese Krankheit erst beschrieben hat. Und es geht um Mundulzera, Iridocyclitis, Vaskulitis, Augenveränderungen, Hautveränderungen, aber was die Leute am meisten stört, sind diese schrecklichen Mundulzerate, die kaum loszuwerden sind. Und es ist einem eingefallen, dass vielleicht, wenn man Zytokinausschüttung von diesen Zellen vielleicht bremsen könnte, vielleicht würden die Mundulzerate beim Morbus Behçet besser werden. So, das Präparat heißt Apremilast. Und das hemmt Phosphodiesterase 4, was in Entzündungsabläufen eine Rolle spielt. So hat man hier, weiß nicht, wo man so viele Patienten mit dieser Krankheit aufgetrieben hat, man hat über 100 Leute mit Morbus Behçet randomisiert für Placebo oder Apremilast. Und der primäre Endpunkt war, werden diese schrecklichen Mundulzera besser. Und was wir hier sehen, ist die Anzahl von Ulzera. Und in der Placebo-Gruppe bleibt das ziemlich gleich. Und in der Apremilast-Gruppe fällt das ab. Und dann kriegen die Placebo-Leute dann auch Apremilast. Dann fallen deren Ulzera ab. Und dann nach 24 Wochen wird das abgesetzt. Und dann kommen die Ulzera wieder. Und hier ist Schmerzen von Ulzera ausgelöst. Und das Muster ist eigentlich das gleiche wie hier oben. So scheint es zu, und wie es mit der Resterkrankheit geht, ob Iridocyclitis und Gelenkbeschwerden, was sie alles sonst noch haben,
Ob das besser wird, dahingestellt, aber die Mundulzerer sind definitiv besser geworden mit dieser Behandlung mit Apremilast. Ich kann mir vorstellen, wenn es für dies funktioniert, dann kann es vielleicht gegen andere TNF-Alpha vermittelte Krankheiten, Rheumatoid Arthritis und so weiter, sowie Darmerkrankungen vielleicht auch von Nutzen sein. Das fand ich interessant. Dann, nächste Thema ist Masern. Und Leute wollen sich halt nicht impfen lassen, das ist überall Welt das Gleiche und mit Masern ist das ziemlich doof. Und die Kinder zu impfen mit Masern, da muss man sie halt stechen. Finde ich nicht so schlimm, aber als ich Kleinkind war, konnte ich das auch nicht leiden. Und die Idee ist, könnte man den Impfstoff vermitteln durch ein Aerosol, wo die Leute einfach nur das Zeug einatmen. Das wird dann durch die Alveolen aufgenommen und vielleicht ist dies, wenn man jetzt 1000 Leute impfen muss, vielleicht ist das schneller und billiger, als wenn man die 1000 Leute jeweils spritzen sollte. Also das war, dies ist in Indien durchgeführt worden. Und der Endpunkt hier war, dass das Aerosol nicht schlechter ist als Spucken. Und was man hier wollte, ist, dass die Wirksamkeit nicht weniger als 5% schwächer ist als Spucken. Das war der Endpunkt. Und das hat man dann auch gemacht. Und 1000 Leute in jeder Gruppe. Und die haben es nicht ganz geschafft. Es war nicht schlechter als 10%, aber es war, man konnte nicht behaupten, dass dieses Aerosol so gut ist wie Spritzen, weil die Wirksamkeit nur 90% von dem Gespritzten war und nicht die 95%, die angestrebt wurden. Aber Antikörper, naja, gut, ne, vielleicht nicht ein bisschen niedriger, aber hier nach einem Jahr würde denken, dass sie, sieht gar nicht so schlecht aus, aber wir haben eigentlich den Zielwert mit diesem Aerosol-Impfstoff, den sie eigentlich sich vorgestellt hatten, nicht ganz erreicht in dieser Studie. Und der Unterschied war zwischen 9% und 10% und die 5% haben sie nicht erreicht. Und die Nebenwirkungen waren eigentlich weniger als mit Spritzen, wo lokale Reaktionen und solche Sachen stattfinden und ob die Kinder geschrien haben oder nicht, das war eigentlich auch nicht so großer Unterschied. Ich glaube, Kinder schreien, wenn sie einen Doktor sowieso sehen. Okay, das dazu. Übersicht in New England Journal geht es um Clostridium difficile und das ist immer noch ein großes Thema und es sind viele Fälle in den USA überall und in den USA sind die Kosten von Clostridium difficile 1,5 Milliarden Dollar für das Gesundheitssystem. Und die Schwergradigkeit ist ihnen bekannt und dass Patienten schon sowieso schon mal im Krankenhaus gewesen sind, in Pflegeheimen und die das Zeug an den Wänden klebt, das wissen wir alles. Und die Risiken, die durch Verabreichung von Antibiotika, die Rolle, die sie spielen, Clindamycin, Clavulin, Ampicillin, diese Beta-Lactam-Antibiotika, Fluoroquinolone auch, und dann ein bisschen weniger mit Cotrim und ähnliches und ungewöhnlich mit diesen anderen Antibiotika. Und die Anzahl der Fälle hat sich so ein bisschen ein Plateau erreicht, aber und bei umso älter man ist, so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas kriegt. Und wie kann man das behandeln? Und das muss man sich entscheiden, ist es milde, moderat, schwergradig, kompliziert oder nicht. Und auch kräftig diskutiert ist der Transfer von gesundem Stuhl, das heißt, das ist ein Pupstransplantat, um die normale erwünschte Flora wieder darzustellen. Das ist ein ganz heißes Thema. Hat mit Mikrobiom und Ähnlichem zu tun. Das wird auch in diesem Review diskutiert. Die Diagnostik, eines, was Sie nicht erwähnt haben, ist Cliff, dieser Hund, der Pupsschnüffler. Dies kommt aus dem BMJ, dieses Paper. Man hat diesem Hund beigebracht,
Trotz Zürich und Befehl hatten wir, ich war dann schon vor Jahren erzählt, hatten einen bestimmten Büro, die konnten eigentlich behaupten, so wenigstens, dass sie wussten, wer Trotz Zürich und Befehl hatte. Na, der Cliff ist besser. Und Sie können sich an diese Studie erinnern, der hat von 200 Leute in 30 Fällen Clostridium difficile, hat von den 30 Fällen, wo die Diagnostik gelaufen ist mit entweder molekulargenetischen oder mit diesem Toxin, diesem Zelltest, von diesen 30 Fällen hat er 25 richtig Treffer gekriegt, der Hund, und dann negative Vorhersage gehabt. Ist hier auch gezeigt, 270 Leute, die das nicht hatten, da hatten nur eine Fehltrefferrate von 5 von 270. Also der Hund ist ziemlich gut. So einen müssen wir uns anschaffen. Dann auch im New England Journal, hier geht es mehr ein bisschen um Basic Science, es geht auch um Clostridium difficile und wie die Auswirkung ist von diesen Stuhltransplantaten, die eigentlich eine ziemlich hohe Trefferrate haben, ihr Gutes zu bewirken. Dann die Frage der Woche im New England Journal war diese. Es geht um eine 31-jährige Frau, eine Vorgeschichte von atopischer Dermatitis, und die kriegt einen Ausschlag um den Hals, an den Ohrläppchen und an ihrem Handgelenk. Zufälligerweise kriegt sie da auch irgendwelche Schmucksachen. Dann wird man gefragt, sollte man einen Test machen für Nickel-Sensitivität oder sollte man die Eosinophile zählen, sollte man Haut abkratzen und mit Kaliumhydroxid behandeln, indem man nach Pilzen fahndet, sollte man IgE messen oder sollte man nach diesem Kübner-Phänomen fahnden? Und die Antwort ist natürlich ein Test für Nickel-Sensitivität. Und hier sind Beispiele. Alles, was Empfindlichkeit, Schmuck und solche Sachen, Schmuckstücke enthalten Nickel, und das ist die übliche Ursache von diesem Problem. Dann der Fall im New England Journal. Es geht um Neugeborene. Und dieses neugeborene Kind wird geboren mit einem Gewicht von einer 5 Kilo. Ziemlich groß, ich glaube, ich war 2,6, hat meine Mutter mir erzählt. Aber die Mutter ist nicht Diabetikerin und bei der Geburt hat das Kind einen Abgabewert von 1. Ziemlich schlecht, würde ich denken. Und nach 10 Minuten war es nur um die 6 und schnaufte schlecht. Kopfumfang war im 99. Perzentile und das Kind war halt groß. Und dann hat man einen Katheter in die Umbilikalarterie in wenige gesteckt und da Messungen gemacht und Kulturen abgenommen mit dem Verdacht auf Sepsis, und dann wird das Kind dann aufgearbeitet. Und was wir hier auch sehen, ist, die Serum-Natrium-Konzentration steigt auf 150 und dann letztendlich auch auf 170. Also wir haben zu tun mit Hypernatremie bei einem Neugeborenen, und dann ist die Frage, um was geht es hier? Blutgase sind hier auch gemessen worden. Bei der Geburt hatte der einen pH von 7,05, nicht so doll, und hatte einen Bicarbonat von 14, und das hat sich aber ein bisschen stabilisiert, aber die Hypernatremie war progredient. Und dann wird dann diskutiert, na, es sieht ja aus wie Diabetes insipidus bei diesem Kleinkind, was könnte es sein? Und das zeigt dann Aquaporin 2 oder irgendeine Ausschüttung von AVP und solche Sachen. Eine Sache, die mir einfallen würde, wäre vielleicht Trauma oder maligner Tumor. Und das würde dann hier diskutiert. Und dann hat man auch Bildgebung gemacht und wir... Dies ist ein Tumor bei der Geburt. Es ist nicht durch, könnte auch durch einen Gendefekt ausgelöst werden, aber dieses Kind hat diesen ziemlich schrecklichen Tumor. Und der häufigste Tumor bei Kindern in diesem Alter ist Teratom, die nicht Glioblastoma multiformis,
üblicherweise Teratom. Und das war die Differentialdiagnose. Das Kind ist halt gestorben. Man kann versuchen, da irgendwelche Schanz reinzulegen, um Hydrocephalus, aber mit so einem Tumor in diesem Alter. So sah das aus. Und das ist ein neuroektodermaler Tumor, der dann diese Diabetes insipidus hier ausgelöst hat. Und das wird hier dann diskutiert. Dieser Schnitt hier ist von der Lunge, weil dieses Kind auch Bekonium-Aspiration hat, kurz nach der Geburt. Und das ist die Erklärung dafür. Dann dieses Bild von letzter Woche. Hier geht es um diese Frau mit Brustkrebs, die mit Capsaicin und Bevacizumab behandelt wird. Und die entwickelt eine palmar-plantare Erythrodysesthesie. Und was hier passiert ist, ist, ihre Fingerabdrücke sind verschwunden. Und in Amerika wird man, in Deutschland nicht so üblich, aber in Amerika werden ja einfach die Fingerabdrücke angeguckt. Und das wird auch bei der Bank gemacht. Und ihre Fingerabdrücke sind verschwunden und sie konnte dann kein Geld abholen. Und das musste man der Bank erklären, warum sie keine Fingerabdrücke hatte. Und das ist dann auch erfolgt und ich glaube, es ist auch besser geworden. Und das war diese Geschichte. Dann war dieser Fall im New England Journal. Wir gucken uns dieses Auge an und hier ist ein ziemlich großes Problem. Erstens ist hier ist auch eine Wahnsinnsentzündung von dieser Konjunktiva hier. Und was wir hier sehen, ist Blut in der vorderen Kammer. Und der Ausdruck dafür ist, es ist ein Hyphäm. Und wir können es dann unter der Spaltlampe auch noch bewundern. Und die häufigste Ursache von Blut in der vorderen Kammer ist irgendein Trauma. Das war hier nicht der Fall. Und dieser Patient hatte auch Leberwerte, die nicht in Ordnung waren, arbeitete als Landwirt und stellt sich raus, dies ist verursacht worden von Leptospirose. Und dass das das Auge betrifft, wusste ich nicht, aber das war diese Geschichte. Dann war dieser Fall, auf den wir letzte Woche diskutiert haben, es geht um diesen HNO-Fall, diese 65-jährige Frau, die dieses Seitenbild vom Hals hat und ist auch ein Pfeil drauf. Dies ist das sogenannte Daumenzeichen, dies ist ein Epiglottis und der ist stark entzündet und dies ist ein Epiglottitis und weil das ist eigentlich auch ein medizinischer Notfall, weil dies zur Erstickung und rasch zur Erstickung führen kann, überwiegend ausgelöst von Haemophilus influenzae Infektion. Und diese Frau ist dann auch behandelt worden mit Sepsireaktionen und hat auch Dexamethason hier gekriegt mit dem Gedanken, dass das die Schwellung ein bisschen rückläufiger machen soll. Hier ist ein CT davon und man kann hier schon entnehmen, dass vielleicht könnte dieser Atemweg hier abschließen. Und dann ist es behandelt worden, ist besser geworden. Dann aus Lancet, hier ist wieder ein Augenfall, viel Augenheilkunde dieses Mal. Und dann, wir gucken uns diesen Augenhintergrund an, könnte man mit dem Ophthalmoskop sehen. Der Kopf des Sehnervens ist hier auf meiner linken Seite. Und die Frage ist, was ist hier los? Wir können hier, hier sind die Arterien, Durchblutung ist eigentlich in Ordnung. Und hier sind die Venen, die für den Rückfluss natürlich verantwortlich sind. Und hier ist die Makula und die ist irgendwie zerstört. Und wir gucken uns, was das Angebot ist. Solarretinopathie, das sind Menschen, die in die Sonne gucken und die Augen zu doof sind, die Augen zuzumachen. Das kann auch zur Retina, zur Makularschädigung führen, aber ich glaube nicht, dass es so aussehen würde. Dann zentralseröse Chorioretinopathie, keine Ahnung, was das ist. Eine vitiliforme Makuladystrophie, okay. Aber was mir am besten gefallen, ich weiß zufällig, was dies ist eine Popper-Makulopathie. Und Poppers bestehen aus Amylnitrit. Das führt zu einer raschen NO-Freisetzung, kann man auch für Angina Pectoris anwenden. Raschen NO-Freisetzung, Blutdruckabfall, alle nach vorne gerichteten Geräusche werden lauter, dafür haben wir es früher angewendet. Das wird angewendet bei manchen Gruppen als Orgasmusergänzer. Und darum heißen die Poppers. Und diese Poppers können die Makula kaputt machen. Und die Makula ist bei diesen Patienten tatsächlich auch kaputt gegangen und das wird dann nicht besser. Also ich würde die nicht nehmen.
Okay. Dann das erste Thema in Lancet geht um ambulant erworbene Pneumonie. Und das kann man auswerten in der Notaufnahme mit einer Skala. Sie heißt Pneumonia Severity Index oder PSI-Skala, sodass man bewerten kann, wie krank die Leute sind. Atemfrequenz und Körpertemperatur und alles Mögliche. Wie alt die Leute sind, ob sie rückwärts zählen können, Herzfrequenz, Atemfrequenz muss man richtig zählen. Solche Sachen muss man alle bewerten. Und dann diese anderen Sachen, Mann oder Frau, kommt also Patient aus dem Pflegeheim, hat er Krebs oder Lebererkrankung, diese Sachen kann man dann alles in dieser Skala bewerten und dann feststellen, wie krank die Leute sind. Das ist hier auch angewendet, darum habe ich es erwähnt. Und diese Idee, auf diese Idee wäre ich noch nie gekommen. Hier ging es nicht um, welches Antibiotikum ist am besten bei ambulant erworbener Pneumonie. Hier geht es um die Idee, dass wenn wir den Leuten 50 Milligramm Prednison zusätzlich geben, könnten sie schneller besser werden. Nämlich wir wissen, dass Prednison ist ja für beinahe alles gut und es ist antientzündlich. Und das war hier in dieser Studie die Vorstellung. Ich hätte hier Bauchweh gehabt, aber die Schweizer machen ja alles. Und das ist, was sie gemacht haben. Also beinahe 400 Patienten in jeder Gruppe. Und die Schwergradigkeit laut dieser Skala, TSI-Wert, die Leute waren schon krank genug mit ihrer ambulant erworbenen Pneumonie und Diabetes und ob sie Insulin kriegten und ob sie COPD hatten, Herzinsuffizienz, solche Sachen waren in beiden Gruppen gleich. Und was dabei rauskam, tatsächlich die Gruppe, die zusätzlich Prednison gekriegt hat, hatte etwas verkürzten Krankenhausablauf. Die gingen einen Tag früher nach Hause. War kein Unterschied im Überleben. Aber die haben natürlich dann Nebenwirkungen von dem Prednison gehabt. Und überwiegend Adverse Events, das häufigste, was passiert ist, ist Hyperglykämie, auf die der Arzt dann irgendwie reagieren musste. Was man sich auch vorstellen könnte. Also ich glaube, diese Therapie, ich würde das nicht machen. Ich war auch überrascht, dass man diese Studie durchgeführt hat. Und dann die nächste Studie ist ähnlich. Hier geht es um Schlaganfallpatienten. Sollten die eine Prophylaxe mit Antibiotika bekommen, ja oder nein? Anscheinend machen das manche, wobei andere Leute geben den Schlaganfallpatienten nur ein Antibiotikum, wenn es indiziert ist, weil sie einen Infekt haben oder einen entwickeln wegen Schlaganfall oder ähnliches. Und hier, was man ausgewertet hat, ist die Rankin-Skala, das ist die Skala, wo man die Schwergradigkeit von Schlaganfall auswerten kann. Also das war hier die Hypothese. Ziemlich viele Patienten in beiden Gruppen, alle akute Schlaganfallpatienten, dann haben sie entweder sofort Zeptreaktionen gekriegt oder nur Zeptreaktionen gekriegt, wenn sie es brauchten. Und was wir hier sehen, ist diese Rankin-Skala, Sie werden sich daran erinnern, Rankin-Wert von 6 ist, man ist tot. Rankin-Wert von 0 ist, man ist 100% gesund und dann alles, was dazwischen ist, liegt hier. Und die Rankin-Skala von beiden Gruppen war nicht signifikant unterschiedlich. Also eine Antibiose, einfach nur um das Zeug zu geben, allen Patienten zu geben, hatte das Endergebnis von Schlaganfall sicherlich nicht besser gemacht. Die hatten aber dann etwas weniger Harnwegsinfekte, wenn sie schon ein Antibiotikum an Bord hatten. Sie haben wahrscheinlich Blasenkatheter häufig gekriegt und ähnliches. Und das kam auch dabei raus. Dann hier ist wieder mal eine Stent-Studie für die Kardiologen in der Audienz. Und hier geht es um Zotarolimus und dieser andere Stent, der lässt auch irgendeinen mTOR-Inhibitor aus. Ich habe den Unterschied zwischen diesen beiden Stent-Sorten eigentlich nicht wirklich verstehen können. Aber es sind 1500 Patienten in diesen beiden Gruppen, die dann randomisiert worden zu diesen beiden Formen von mTOR-Inhibitor freisetzenden Stents. Und es sieht so aus, als wäre das hier ist nicht signifikant unterschiedlich. Es sieht so aus, wie als wären diese beiden Stent-Formen gleich zu bewerten. Dieses ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema. Es geht darum, eine Prophylaxe
zu entwickeln, sodass Jugendliche sich nicht selbst töten, dass die nicht Selbstmord begehen. Und hier sind Schulkinder randomisiert worden zu unterschiedlichen Strategien, die mir nicht bekannt sind. Ich bin hier kein Experte auf diesem Gebiet, aber dieses eine Programm, Youth Aware of Mental Health Program, heißt YAM. Und dann diese zwei anderen Methoden, also die Kinder sind randomisiert worden, kommen aus Österreich, Estland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, sind europäische Kinder. Und ich habe versucht herauszufinden, da diese Youth Aware of Mental Health Program Therapie wirksam war, habe ich versucht herauszufinden, um was es hier geht. Und das, was ich gelernt habe, ist ein kleines Büchlein, das die Kinder nach Hause nehmen und der Inhalt wird dann mit denen diskutiert. Und es geht darum zu erkennen, wenn man mental erkrankt ist und was die Risikofaktoren sind, und so dass die Kinder das selber wahrnehmen. Und das ist auch hier gemacht worden und da waren auch signifikante Unterschiede und diese Strategie, die ich Ihnen eben herangetragen habe, waren besser als die beiden anderen Behandlungen. Ich fand es wichtig, dass man sich mit diesem komplizierten psychiatrischen Thema beschäftigt. Das war die. Und dann, dies finde ich eigentlich ziemlich toll. Es geht um DNA-Impfstoffe. Und mehrere von Ihnen haben ja schon im Labor gearbeitet und wissen, dass wir transfizieren Zellen mit Plasmiden. Wir geben denen Abschnitte von DNA, sodass sie dann dieses Produkt dann exprimieren. Und eigentlich ist die Idee von dieser DNA-Impfung die gleiche. Man, anstatt dass man Eiweiß gibt, gibt man verpacktes DNA in einem Konstrukt, das ähnlich wie ein Plasmid. Immunzellen, gehe davon aus, dass es Immunzellen sind, fressen die und produzieren dann die Eiweiße, die in diesem DNA-Befehl stehen. Und die Eiweiße, die werden dann vom eigenen Körper produziert, aber die Eiweiße sind die viralen Eiweiße, gegen die man Antikörper haben will. Und das sind DNA-Viren, dieses wird ausprobiert bei HIV natürlich, da ist meines Erachtens noch nicht wirklich einen Treffer rausgekommen, aber man hat diese Strategie von DNA-Impfung ausprobiert gegen Ebola-Virus und Marburg-Virus. Und es geht hier um Verträglichkeit und Aufbau von Immunität gegen Ebola-Virus und Marburg-Virus. Und Patientenprobandenzahl ist hier ziemlich klein, ist auch eine Placebo-Gruppe enthalten und sind ziemlich schlanke Leute, Body Mass Index von 20. Und ob sie studiert haben oder nicht, genau warum das relevant sein muss, ist dahingestellt, weiß ich nicht. Aber das hat man gemacht und dann hat man die Oberflächenproteine, die hier exprimiert sind, sind Glykoproteine von Ebola und von Marburg-Virus. Und tatsächlich, die haben Antikörper gebildet. Und die im Paper behauptet man, diesen Aufbau von dieser Immunität wäre vielleicht effektiv gegen Ebola-Virus, was ein großer Gewinn wäre. Das war hier nicht der Endpunkt. Es wurde hier nicht getestet, ob die Leute tatsächlich dann geschützt sind gegen Ebola-Virus, aber sie haben Antikörper entwickelt und die Verträglichkeit war meines Erachtens ziemlich gut. Und keine signifikante Unterschiede in dieser Hinsicht. Das Verfallen, Lancet, geht wieder um einen neurologischen Fall und dies war ein Video. Und dies ist eine Frau und die hat Episoden in der Nacht, hat ihren Mann ziemlich gestört. Erstens schnarcht sie und dann hat sie diese Episoden, wo sie anfängt zu zucken und gibt Laute von sich und auch Wörter und konnte nicht herausfinden, was mit der los war. Die hat dann CPAP gekriegt und das hat auch etwas geholfen, aber diese Episoden sind nicht weggegangen und keiner, dies ist eine
sehr ungewöhnliche Form von Schlafapnoe. Und man wusste nicht, was mit der los ist. Und die Autoren haben ein Paper zitiert von, hier ist der Autor von dem zitierten Paper, das war auch in Lancet Neurology, und hier wurde beschrieben eine Autoimmunerkrankung, wo man IgG-Antikörper, zufälligerweise die Gruppe IgG4, die wir letzte Woche besprochen haben, und diese Antikörper sind gerichtet gegen ein Oberflächenprotein, das an neuronalen Zellen existiert. Und das hat auch so ein eine Globulin-Domäne und das Protein heißt IGLON5 und das ist so obskur, ich konnte es in Gensammlungen finden, aber es war noch nicht mal in Wikipedia. Also so irgendein Oberflächenmolekül an Immunzellen und diese Leute entwickeln Antikörper gegen dieses Protein und entwickeln dann dieses merkwürdige Syndrom mit Schlafapnoe, mit die, sieht aus wie Temporallappenepilepsie. Und ist auch potenziell tödlich, diese Frau ist auch gestorben. Ich habe versucht, das Paper runterzukriegen, aber die, da wollte Lancet Neurology wollte $35 haben und dann habe ich es nicht runtergeholt. Na gut. Nämlich, ich wollte sehen, die haben da immunohistochemische Bilder, wo dieses Protein im Gehirn ist und haben dann Nachweise, dass diese Antikörper an dieses Protein binden. Und genau wie dies funktioniert auf einer molekularen Ebene, konnte ich nicht entnehmen. Aber eines, was hier involviert ist, ist das Tau-Protein. Das Tau-Protein spielt bei Parkinsons und bei Alzheimers Erkrankung und ähnliches eine Rolle. Und das ist auch hier in diesem komischen Syndrom irgendwie involviert. Das war's für diese Woche. Herzlichen Dank, dass du mir zugehört hast.